Hallo Leute, endlich ist es wieder soweit. Ich habe neue Darts bekommen und kann euch jetzt mit Stolz die neuen Code Darts von Unicorn, die Gary Anderson Variante vorstellen, die heute rausgekommen ist. Ich habe mir das Ganze in 23 Gramm bestellt und bin jetzt echt beim ersten Auspacken tatsächlich gespannt. Das ist jetzt das Unboxing dieser Darts für mich. Und kenne bisher an sich die Standardvariante, den World Champion Dart von Gary Anderson. Hatte letztes Jahr auch schon den Noir Dart. Und ja, ich bin jetzt mal ein kleines bisschen gespannt auf Grip, Farbe etc. Und ich packe den einfach mal mit euch aus. Was wir wieder hier mit dabei haben, ist für den stolzen Preis die super schöne Verpackung, die sich eigentlich zum Noir Dart oder zu dieser Deluxe-Variante von den World Champion Darts nicht groß verändert hat. Ich meine, die ist schön, die ist clever durchdacht. Code. Ja, wieso eigentlich Code? Wissen vielleicht auch manche nicht. Manche gehen davon aus, es hat mit dem Coating zu tun, also mit dieser Farbe. Code, weil, ihr seht es auch hier, ist das ganze Thema jetzt von Unicorn Code in Richtung Morsecode. Morsecode, Variante, um Sprache in, ich sag mal, Signale umzuwandeln und in Sachen Telegrafie 1837 zu verschicken. Also quasi der Vorläufer von der SMS. Der weite Vorläufer. Ja, das ganze Codesystem seht ihr hier mit diesen Morsezeichen. Also es sind wirkliche Codes mit dabei. Wieso die jetzt auf den Code gekommen sind, keine Ahnung, fragt mich nicht. Machen wir es hier mal auf. So, der große Moment, der große Moment. Wusch. Wow, cool. Halt mal so ein bisschen unter das Licht hier. Das muss man Unicorn schon lassen. Also diese DNA-Beschichtung dabei, die ist echt richtig schön. Und auch die neuen Flights, auch mit diesem Morsecode-Design und den Farben da drin. Ja, klasse, klasse gemacht. Also ist einfach eine recht runde Sache, würde ich sagen, vom Design her. So, ich lege das hier mal weg, hole mir mal einen raus. Das ist schon mal gut. So, Flights etc. kommen wir gleich mal zu. Ja. Schöne Variante. Also, um mal so ein bisschen zu den technischen Daten zu kommen. Den Dart, den kriegt ihr in 21 und 23 Gramm. Der baut an sich auf dem World Champion Dart auf, beziehungsweise auf dem Noir Dart. Den habe ich hier einmal im Vergleich. Dieser Ringgrip hier vorne vom World Champion, der wurde im vorderen Teil übernommen. Ich finde vom Aussehen her, wenn ich jetzt hingucke, ah, nee, ich dachte erst, der Übergang zum Barrel wäre hier ein bisschen spitzer, aber das scheint ein bisschen zu täuschen. Das heißt, der erste Part in dem ganzen hier vorderen Bereich mit dem Ringgrip ist gleich. Die Lücken dazwischen sind natürlich dann mit dieser DNA-Beschichtung gefüllt. Bei dem normalen World Champion Dart ist es dann so, dass hier das hintere Stück eher glatt ist. Da sind zwar vier so feine Rillen drin, aber man hat halt eigentlich keinen richtigen Grip. Wenn ich hier mit dem Fingernagel reingehe, dann kann man es hören. Aber wenn ich den in der Hand halte und greife, dort festhalte, da merke ich hier, an sich ist es relativ glatt. Also das ist auf jeden Fall nichts für Leute gewesen, die darauf angewiesen sind, den Dart hinten zu halten. Deshalb habe ich auch am Anfang den Noir wieder abgegeben. Ich bin mit dem Noir 23 Gramm einfach nicht zurechtgekommen und ich habe jetzt dieses Jahr nochmal den Versuch gemacht mit 21 Gramm, komme wesentlich besser damit zurecht und bin jetzt aber halt mal auf die Code-Variante gespannt, denn die Code-Variante hat genau in dem hinteren Drittel, da wo der Noir-Dart oder der World Champion Dart von Gary Anderson glatt ist, hat der einen Shark Grip. Gucke ich mir mal genauer an. Und der ist auch griffig. Also der sah auf den Fotos eher noch so ein kleines bisschen ja, wirklich fein aus. Ich muss aber sagen, wenn ich hier rüber gehe, ja, da ist auf jeden Fall gut Grip. Also ich halte ihn mal gerade in der Hand. Also in meiner Wurfhand quasi mit rechts.
Ja, den kann ich mir gut an Bord vorstellen. Und zusätzlich zu diesem Shark Grip, den man da hat, hat man so leichte Bohrungen eingelassen. Und zu diesen leichten Bohrungen dann auch wieder unterschiedlich eingefärbt. Und ja, auch noch Rillen. Also es sind so, ja, wie so Ringgrip-Elemente, die dann halt gekürzt worden sind. Das ist halt dieser Code, ne? Also Morsezeichen müsst ihr euch vorstellen. Der Telegraph, der damals da saß und eine Nachricht versendet hat, der hat quasi das, was geschrieben wurde, die Buchstaben, ich sage jetzt mal Anderson, hat er ins Morsealphabet übersetzt. Das waren Punkte und Striche. Und diese Punkte und Striche sind dann genau hier übernommen worden und in die Rillen eingeprägt worden. Das heißt, wenn ich jetzt das Morsealphabet hier mal einblende, dann kann man dann sehen, dass man mit den Buchstaben zum Beispiel das A von Gary Anderson, von Anderson ist quasi ein Punkt und ein Strich. Und wenn ich mir das auf dem Barrel angucke, dann ist es auch in der vordersten Kufe, fängt das quasi auch mit einem Punkt und mit einem Strich dann an. Und dann steht da quasi Anderson. Ja. Ob das jetzt bei den anderen Darts genauso ist, das weiß ich nicht. Bei dem ist es auf jeden Fall so. Also wir können nochmal die Proben machen. Zum Beispiel das O weiß ich auswendig. Das ist das, der zweitletzte Buchstabe. Es sind drei lange Striche und die finde ich auch hier. Also wenn ich es jetzt mit dem Morse-Alphabet übersetzen würde, steht da quasi Anderson in dem Grip drin mit diesen Punkten und Strichen und habe halt hinten was wirklich zum Anfassen. Angenehm. Also für alle, die auf gerade ausgewogene Barrels stehen, hier mit 90% Tungsten, schwarzer Standardspitze mitgeliefert und einem coolen Design, auf jeden Fall wert. Was ich mich halt wirklich frage, ist, ob das so der richtige Unicorn-Lounge, so sage ich mal, also nochmal so dieser Zusatz-Lounge sein soll, weil an sich ist es ja wirklich nichts Neues, ne? Es gibt den World Champion Dart von Gary Anderson, also den hier, das ist eigentlich so mit der günstigste. Und ja, einfach gehaltenste. Ich habe da eine blaue Spitze drauf gemacht. Der hat zwei blaue Ringe für die zwei Weltmeistertitel. Der hat hinten, wie gesagt, keinen Grip, dafür aber halt das Unicorn-Logo und die Unterschrift mit eingraviert. Die Noir-Variante, das ist das Ganze dann in Schwarz mit hochwertigerer Verpackung, weil bei dem Anderson, da kommt die ganz normale Standardverpackung quasi mit. Und den Anderson, also den hier, den World Champion, den gibt es auch schon als DNA-Purist-Variante. Also es gab schon mal eine Anderson-Variante mit DNA-Beschichtung, die allerdings, glaube ich, axial verläuft. Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht, ich habe sie nur auf Bildern gesehen. Das ist dann so die Mittelpreis-Variante zwischen dem und dem. Und darüber steht quasi noch der Noah. Die sind schon relativ teuer insgesamt. Also dafür, dass jetzt nicht großartig was gravierend Neues rauskommt. So. Tja, warum Code und warum Morsecode? Also wie gesagt, ich habe geguckt, 1837 ist der Morsecode entstanden, 1937 ist die Firma Unicorn, glaube ich, gegründet worden. Und ja, eigentlich wäre es was Schönes für 2037 gewesen, aber naja. Wollen wir mal hoffen, dass sie bis dahin durchhalten, ne? Wenn man weiterhin mit den Designs spielt und nichts Neues rausbringt in dem Sinne. Also, ich will euch das nicht madig reden. Ich finde den Dart auch mega gut. Ich bin jetzt gleich gespannt, wie ist er dann an Bord. Die haben übrigens auch einen neuen Flight. Flights sind aber bei Unicorn immer mit ein bisschen Vorsicht zu beachten, denn die haben andere Bezeichnungen als der normale Standard auf dem Markt. Also zum Beispiel ist der normale Standardflight, den ihr kennt, der hier. Das ist bei Unicorn nicht der Standardflight. Der Standardflight ist bei Unicorn so eine diamantene Form. Heißt auch Diamond. Wobei ich das Design wiederum ziemlich cool finde von den Flights. Da würde es mich auch interessieren, ob die Flights von Spieler zu Spieler unterschiedlich sind. Ob da auch der Name quasi eingemorst ist. Und die haben mit so einem Big Wing Flight mit dabei, also ein bisschen mehr Tragfläche wohl hier unten. Das müsst ihr euch mal auf der Webseite bei denen anschauen. Es ist als Video ganz genau erklärt. Apropos Video, der Trailer, der war ja wohl auch für die Hose. Also 7 Minuten lang diese Special Editions anzugucken mit dramatischer Musik fand ich ultra anstrengend. Was haben wir noch mit dabei?
lilane Aluschafts. Die sind, glaube ich, beim Noir waren die schwarz. Ich weiß nicht, ob noch Silber und mit schwarzen Rillen was dabei war. Schreibt mal, wenn einer den Noir zu Hause noch liegen hat, schreibt es mir in die Kommentare, welche Aluschafts da dabei sind. Schwarz mit Silber weiß ich aber aus dem Kopf noch. Und einen ganz coolen Schaft. Der erinnert mich so ein kleines bisschen an die Michael van Gerwen Limited Edition, die ich jetzt nicht griffbereit habe. Oder doch? Doch. Das erinnerte mich so ein kleines bisschen daran, als ich das erste Mal gesehen habe. Dieser Kunststoffschaft, durchsichtig transparent mit so Glitzer drin. Gut, hier ist nur Silberglitzer drin, kein Goldglitzer drin. Aber also ich glaube, wer Kunststoffschaft spielt, ist damit, glaube ich, ganz zufrieden. Aber boah, diese Darts. Also von der Beschichtung her wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich habe das jetzt natürlich hier nicht so hell ausgeleuchtet, um die Farben nicht zu verfälschen. Aber ich bin jetzt gleich mal gespannt, wie der an Bord aussieht, wie der mit einem Corona-Leuchtsystem bestrahlt aussieht und wie der sich spielen lässt. Also ich freue mich drauf. Allerdings, wenn ich jetzt den Noir letztes Jahr behalten hätte und mir jetzt vielleicht noch den World Champion geholt hätte, dann hätte ich mir auf jeden Fall nicht den auch noch geholt. Also von daher, das wird dann schon langsam teuer auf die Dauer. Aber ich bin froh, ihn mir jetzt mal zu haben und ihn mal auszutesten, gerade weil ich halt ein bisschen weiter hinten greife. Schreibt euch mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Zu teuer oder gerechtfertigt? Wenn ihr ihn schon in der Hand hattet, wie findet ihr den Grip? Ist es cool hinten? Lässt sich das gut spielen oder greift man tendenziell doch ein bisschen weiter vorne und spürt davon gar nicht so viel? Ich bin jetzt mal gespannt. Ich gehe mal ans Board und dann kommt bestimmt noch mal ein Erfahrungsbericht in ein paar Tagen darüber, wie sich das ganze System spielen lässt. Bis dahin, liken nicht vergessen, Abo nicht vergessen, euer Data Rosser Darts.